Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fendigo Box von Caleron. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fendigo von Caleron, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das siebte Album der Band. Wir haben hier eine schwarze Box, quadratisch und recht flach, also rein so von der Gestaltung eine klassische Vinylbox. Oben rechts haben wir noch einen Sticker und zwar lesen wir hier Caleron Fendigo Limited Deluxe Box Set inklusive Limited Edition Digipack, LP Vinyl Variant Cover, 2 CD Digipack Remix und Instrumental CD Backpatch, Patch, Pin, A2 Poster, Kartenset. Also klingt, als wäre da einiges drin. Wir werden mal die Folie abmachen. So, hier an der Schweißnaht, das bietet sich immer gut an. Und dann schauen wir mal. So, wunderbar. Also, das ist die Box. Hier oben lesen wir einmal Caleron. Dann lesen wir hier nochmal den Albumtitel Fendigo. Und hier auch nochmal in so einer pinken Neonoptik, also so Neonröhren entsprechend angeordnet. Und ja, wir haben hier ein ziemlich ungewöhnliches Cover. Also hier sind eine Menge Gegenstände aufgebahrt. Wir haben hier unter anderem ein Metronom, ein Kreuz, dann hier eine Kerze oder eine Dose. Ich glaube, es ist eine Kerze, in der so Rasierklingen stecken. Das sieht mir aus wie so ein Kristall oder so ein Quarz. Ein gehörnter Totenkopf, das dürfte ein Handy sein. Ja, also hier ist echt einiges los. Ansonsten, rundum hier in schwarz, rechts lesen wir wieder den Albumtitel. Links auch nochmal den Interpreten, also den Bandnamen. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir lesen hier wieder Caleron Fendigo. Dann haben wir hier die fünf Bandmitglieder, produced by Basti Basti und Kotsche. Barcode. Labels Beteiligte. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, von innen in schwarz. Als erstes kommt uns hier entgegen die Vinyl, also das Album auf Vinyl. Dann haben wir hier einen Patch, kreisförmig. Das dürfte dann wohl ein Poster sein. Dann ein ziemlich großes Stück, also das ist glaube ich so ein Backpatch. Ein Pin, das Album an sich, Fendigo im Digipack. Dann haben wir hier eine zweite Variante, also ein zweites Digipack, Instrumental und Remixe. Und hier dann noch, was ist das? Kärtchen, Fotokarten. Okay. Ja, also so vom Innenleben sehr schön gestaltet die Box. Hier mit diesem Einleger, dass hier wirklich auch alles entsprechend in Form bleibt und seinen eigenen Platz hat. Machen wir mal zu und packen die Box zur Seite. So, einige Sachen, die kommen ja hier noch in Folie. Drei, um genau zu sein. Nein, das Vinyl, das Album auf Vinyl ist ja auch noch in Folie. Also vier Sachen kommen hier in Folie. So, also einmal hier der Pin. Dann haben wir die zwei Digipacks. Einmal und zweimal. Und dann haben wir zum Schluss natürlich auch noch die Vinyl auszupacken. Das ist eine
einfache Vinyl, also es ist kein Gatefold, keine Doppelvinyl, sondern es ist hier eine einzelne Vinyl, auf die man hier die Tracks draufgepackt hat. Wir werden hier mal einschneiden. Wunderbar. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. In diesem Fall mit dem Album auf CD. Kommt hier in diesem Digipack. Cover und Optik ist die gleiche wie auch schon auf der Box. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite auch wieder die fünf Herrschaften hier abgebildet. Dann haben wir hier die Tracklist. Insgesamt sind es 16 Tracks. Und wir lesen hier dann auch noch Produced by Basti, Basti und Kocze. Und darüber People are People. Kairon is dead. Dann das Ganze hier erschienen über People Like You Records. Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? Als erstes das Booklet in der Stecktasche. Und so farbenfroh wie auch das Cover oder generell bis jetzt das Artwork ist auch hier das Booklet gestaltet. Wir haben hier Fotos und wir haben hier die Lyrics. Also einzelne Tracks hier Wort für Wort drauf. Das ist hier nochmal so ein Ausschnitt des Covers in Schwarz-Weiß. Also wie gesagt, ein sehr abwechslungsreiches, farbenfrohes Artwork hier und eben auch jede Menge Text. Zum Abschluss gibt es dann hier auch noch die Credits zum Album und dann noch das hier. Gut, dann packen wir das Booklet zurück in die Stecktasche und schauen rein. So, hier kommt uns noch ein Flyer entgegen, People Like You Records präsentiert, also das sind so andere Releases, die über das Label erschienen sind. Die CD in Silber, Pink und Schwarz gehalten, wenn ich sie rausbekomme. Junge, ist die fest. So, aber jetzt. So sieht das aus. Das ist die CD. Und dahinter kommt dann auch nochmal hier das Panorama zum Vorschein. Fendigo. So, dann packen wir die CD wieder rein. Einmal, zweimal. Und kommen zum nächsten Digipack. Das ist dieses hier. Instrumental und Remixe lesen wir hier. Das Ganze in Spiegelschrift, CD1, CD2. Das Cover ist ein anderes, also sieht so aus wie so eine Häuserzeile, allerdings auf dem Kopf stehend. Also ich glaube, so rum wäre es dann entsprechend. Ja genau, weil hier unten steht das Auto und die Treppen. Also hier oben der Himmel, hier unten der Boden. Also sehr verwirrend das Ganze. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Instrumentals zum Album auf CD1 und dann haben wir hier die Remixe. Wir haben hier insgesamt 3, 4, 5, 6, 7 Tracks geremixt von diversen Personen oder Bands. So sieht das aus. Und dann schauen wir hier mal rein. Ich glaube, diese Variante, also dieses Digipack, gibt es wirklich nur in der Box. Die kann man so nicht erwerben anders. Einmal hier die Instrumentals. Und einmal auf der rechten Seite die Remix-Varianten, die 7 Tracks. So, also 2 Bonus-CDs hier noch mit dabei im Digipack. Damit nicht genug, wir haben das Album auch nochmal auf Vinyl. Sieht so aus, eine weiße Hülle mit dem pinken Schriftzug, Kairon Fendigo. Dann auf der Rückseite die Jungs. Und die Tracklist, also Seite A, Seite B, so sieht das aus. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Vinyl mal an. Die kommt hier in einer schwarzen Papierhülle. Und wie wir sehen können, ist das nicht nur eine einfache Papierhülle, sondern sie ist innen auch noch entsprechend foliert. Das ist die Vinyl, klassisch in Schwarz. Das ist die A-Seite. Und das hier, die B-Seite. Also von der Optik her auch wieder im Zentrum hier in Schwarz, Weiß und Rosa. Passend zum Artwork. Packen wir wieder zurück in die Hülle. Und auch wieder zurück hier. So, gar nicht so leicht, wieder zurückzupacken. So,
Aber jetzt haben wir es erledigt. Somit kann die Vinyl auch mal zur Seite. Und wir machen gleich weiter mit dem Pin. Das ist so ein Doppelpin. Wir haben hier den schwarzen Pin mit dem pinken Aufdruck wieder Fendigo. Und dann haben wir auf der Rückseite die beiden Stecker. Hier kann man dann diese Kappen entsprechend abmachen. Und dann kommt hier die Nadel zum Vorschein. Die ist hier auch in schwarz. Ja, kann man sich drauf machen, auf den Rucksack, auf die Kleidung, wo immer man möchte. So, ein Poster ist mit dabei. Was haben wir hier? Natürlich die fünf Herrschaften wieder abgebildet. Callejón Fendigo lesen wir auch hier wieder. Dann in schwarz-weiß die Band hier abgelichtet. Rückseite blank-weiß, also Poster einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir hier diesen riesen Patch. Also ich glaube, die sind hauptsächlich dafür gedacht, diese auf dem Rücken zu tragen, auf der Jacke, Jeansjacke, auf der Kutte, was auch immer sich anbietet. Der ist wirklich recht groß. Also wenn man nochmal das Poster hier nimmt, es ist ungefähr so ein Viertel des Posters, was die Dimension betrifft. Das ist schon gewaltig für einen Patch. Und hier das Artwork, hier das klassische Blitzkreuz, dieses Blitzzeichen hier von Callejón. Und darüber dann der Totenkopf. Ja, so sieht das aus. Ist hier natürlich dann an den Rändern entsprechend vernäht. Und wir haben noch einen weiteren Patch. Der ist dann ja, normal groß, kreisförmig hier. Auch wieder Albumtitel und Bandname, schwarz-weiß und pink das Ganze. Und einen letzten Boxinhalt haben wir noch mit dabei. Und zwar machen wir mal diese Banderole ab. Die Fotokarten, die kommen hier im Querformat. Ich glaube, es sind Fotos, die wir so im Booklet schon gesehen haben. Also ich glaube, zumindest an das hier erinnere ich mich. Genau, das hier auch. Also es sind Fotos des Artworks, des Booklets. So sieht das aus. Eine Axt. Und dann auch hier scheinbar Besuch von Außerirdischen. Also, wir haben hier insgesamt 5 Stück. Und auf der Rückseite sehen die so aus. Also alle ident hier, schwarz-weiß. 5 Postkarten hier oder Fotokarten im Querformat, rechteckig. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Fotokarten, 5 Stück an der Zahl. Dann haben wir den kleinen oder den normalgroßen Patch hier, kreisförmig. Dann den Riesenpatch im Hochformat, rechteckig. Dann natürlich das Poster im Querformat, einseitig bedruckt. Den Metallpin. Dann haben wir das Album auf Vinyl, auf einfacher Vinyl, hier in dieser weißen Hülle. Das Digipack mit den beiden Bonus-CDs, die Instrumentals zum Album und die 7 Remix-Tracks. Und natürlich das Album an sich, Fendigo, im Digipack mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box. Fendigo von Callejón. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Callejón unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.